Und das wird noch das viel ist schlimmer. Doch alles nur Gerede. Die letzte Aufnahme für heute. Den Mund halten. Hallo, Händler. Das ist doch was verkaufst du? Mein Name ist Velaya. Ich bin neu in der Stadt. Das ist was verkaufst du denn so? Gut, dass du gleich gesagt hast, dass du neu bist. Sonst hätte ich gedacht, du willst mich veräppeln. Oder auch jeder hier die frischesten Lebensmittel von ganz Korinis bei Baltram kauft. Baltram, das bin ich nämlich. Zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Äppel, weil wir gerade beim Veräppeln sind. Ich habe leider nicht genügend Gold für den. Wenn ich wüsste, was ich Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das habe ich schon immer gesagt. Im Augenblick vermutlich nichts. Und das wird auch nicht. Dann lassen wir es, die Äpfel laufen mir nicht davon. Ich komme wieder. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? So. Bei mir erfährt keiner was. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Später. Er bekommt ein ganzes Schaf und eine Edelholz. Dich kann ich mir gerade nicht leisten. Aber du hast doch Freibier, oder? Alles her. Hallo, Herr Wirt? Aber hallo. Das ist ja mein neues Gesicht auf dem Platz. Komm, her. Und ich bin hier. Boah, das reimt sich, ja. Ich glaub, das du scheinst dein bester Kunde zu sein. Ist das nicht geschäftsschädigend? Habe ich die Ehre und das Vergnügen zu verkünden, dass der sogenannte Mann ohne Namen als gefährlicher Dieb und notorischer Unruhestifter gesucht wird. Ich bin gut heute. Trotzdem, du kannst dich doch nicht so volllaufen lassen. Du bist der Wirt. Oder hast du was zu feiern? Derjenige, der dieses Individuum ergreift oder nachweislich zu Boden bringt, wird eine Belohnung erhalten. Er bekommt 500 Schafe und eine Goldtruhe gefüllt Blas mit Edelholz. Ich korrigiere. Es muss heißen muss es natürlich, er bekommt ein goldgefülltes Schaf und 500 Truhe aus Edelholz. Das erstmal eine Woche. Moment, Entschuldigung. So du auch gerade höre, muss der letzte Satz folgendermaßen lauten. Er bekommt ein ganzes was den Herrn betrifft, spult doch mal zurück und ignoriert den Wirt und hört mal dem Herold zu. Es ist echt witzig. Alles herhören, alles herhören. Hallo, Kavaloren. Hey, Jäger. Ich heiße Velaya. Wie ist dein Name? Ich bin Kavaloren. Was willst du von mir? Kannst du mir was beibringen? Du bist doch Jäger, oder? Kannst du mir etwas beibringen? Das sieht man mir sofort an, dass ich mich in der Wildnis auskenne, nicht wahr? Nun, meine Kleine, ich könnte dir beibringen, treffsicher mit dem Bogen zu schießen, Pfeile herzustellen oder Tiere richtig auszunehmen. Für gewisse Gegenleistungen, versteht sich. Ach, und von welchen gewissen Gegenleistungen sprichst du? Hey, also solche Gegenleistungen waren nicht gemeint. Ich dachte da mehr so an Gold oder so. Mit Gold oder Gold kann ich dich natürlich bezahlen. Warum sollte ich denn Pfeile selbst herstellen? Man kann sie doch bei jedem besseren Händler erwerben. Das stimmt, die einfachen schon. Aber die speziellen nicht. Genau. Ich hab nämlich die Rezeptur für Pfeile, die richtig reinhauen. Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, kann ich dir beibringen, solche Pfeile herzustellen. Was für Zutaten benötigst du genau? Also bringe mir Schwefel, Salpeter, Kohle, Wasser und Alkohol. Des Weiteren brauchen wir eine Laborwasserflasche und 50 Goldstücke. Das Gold ist natürlich für mich. Schon klar. Geht auch Bier als Alkohol? Geht Bier auch als Alkohol durch? Bist verrückt? Ich vermanche doch ein Grundnahrungsmittel. Das muss ein Feier sein. Das sollte es schon sein. Bring mir etwas bei. Für Gold. Aber klar. Was willst du wissen? Erstmal will ich wissen, was du mir überhaupt beibringen kannst. Aha, Zähnereisen und Kraulerplatten. Sind insgesamt 4 LP, darauf komme ich nochmal zurück. 30 Gold, das wird ja wohl zu schaffen sein. Dann Punkt 2, ich habe hier einiges von den Dingen, die ich besorgen sollte. Komm wieder, wenn du alles zusammen hast. Auch recht. Bis bald.
So, das Bier, das ich gerade da mitgenommen habe, das gebe ich bei Gelegenheit dem Spielmann dahin. Und jetzt schauen wir mal, was der hier für ein Zirkus war. Hey, Krachmacher. Trägst du auch zum Lärm der Großstadt bei? Trägst du auch zum Lärm der Großstadt bei? Was soll ich sagen? Ja und nein. Geht's auch genauer? Meine Truppe von Spielleuten ist draußen in der Wildnis von einem rudelreißender schwarzer Hunde angefallen worden. Es waren 6 Leute, es waren 500. Die Biester haben sich sofort ans Fressen gemacht. So konnte ich als einziger entkommen. Glücklicherweise hatte ich es nicht so weit bis in die Stadt. Musste nur an der Stadtmauer langrennen. Stell dir das mal vor. Die haben mich doch tatsächlich nur in die Stadt gelassen, weil ich einige Bisswunden vorweisen konnte und weil ich am Verbluten war. Ja? Das Ende vom Lied. Meine Truppe spielt jetzt wahrscheinlich Adanos auf. Wir waren fast so gut wie in Extremo. Ich habe mich dem Herold als Untermahnung seiner blumigen Ankündigungen angeboten. Knallcharge war sofort begeistert, kannst du dir vorstellen. Allmählich bereue ich das aber schon. Das Gesülze. Für Nicht-Gothic-Spieler, das wird in Extremo, das ist der Hinweis auf Gothic 1, der spielt in Extremo, das ist eine Band, die es wirklich gibt, eine deutsche Band, die so mittelalterliche Musik macht und ähnliche Sachen. Die spielt mit einem Lied, das die Band wirklich sonst rausbringt, im Hof von der Burg im Minental, in Gothic 1 natürlich, in einem Kapitel. Ja, und das war eine Anspielung auf eben jenes. Bist du nochmal bei deinen toten Kameraden gewesen? Nee, was mich anbelangt, setze ich ohne eine Armee Paladine keinen Schritt mehr vor die Stadtmauer. Ich will nicht so enden wie die Jungs. Dabei liegen dort draußen noch ihre Musikinstrumente rum. Versteh mich nicht falsch, es ist nur, sie können sie jetzt nicht mehr gebrauchen. Und ich hoffe, irgendwann eine neue Truppe auf die Beine zu stellen. Weg von diesem Labersack. Wo hat sich denn dieses Drama abgespielt? Da waren wir schon. Wenn du das Osttor rausgehst und dich immer rechte Hand hältst, wirst du den Schauplatz der Metzelei erreichen. Ich rate dir allerdings davon ab. Diese Hunde sind Monster. Das sind Bestien. Die machen aus dir im Nuragu. Und tschüss. Mach's gut. So, ich werde jetzt hier... Alles herhören, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Den Quatsch, den hören wir mal zu, wenn ich mehr als 5 Minuten Zeit in einer Folge übrig habe. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Jürger? Hallo, Koragon. Sei gegrüßt, Wirt. Wie läuft's? Hallo, ich bin Velaya. Wie läuft deine Taverne? Ebenfalls hallo. Ich heiße Koragon. Und meine Taverne, die läuft mehr schlecht als recht, seitdem die Stadt abgeriegelt ist. Was kann ich bei dir bestellen? Für ein Gold nicht allzu viel, ne? Gut, lassen wir das. Aber auch hier gibt's ein Gold, das wohl. Nicht mehr. Bekanntlich ist Apfelessen in Gothic gesund. Den Ofen und den Herd hier, den machen wir zunutze. Alles braten. 30 Fleischstücke, das ist momentan das Beste, was ich zum Erdem. Sie stießen ihren Herrn ins tiefe Wasser, wohl wissend, dass er nicht schwimmen konnte. Wenn man mehr Zeit für dann liefen sie schnell in die Stadt zurück und bezichtigten das eben aufkommende Unwetter. Ich glaube, das schaffen wir noch. Hallo. Ich grüße dich, Meister. Wer bist du? Mein Name ist Velaya. Wer bist du, Meister? Was ist deine Profession? Ich bin Meister Constantino. Ich bin der angesehenste Alchemist auf Korinis. Gibt es denn noch andere Alchemisten auf Korinis? So würde ich sie nicht bezeichnen wollen. Da wäre dieser verwirrte Ignaz im Hafenviertel unten, dieser aufgeblasene Wichtigtuer Salandril im oberen Viertel. Und es soll wohl noch eine Stümperin in den Wäldern hausen. Niemand, der es mit meiner Meisterschaft aufnehmen könnte. Was für Pflanzen kann ich bei dir erwerben? Der hat auch eine Elixier der Stärke, kostet ebenfalls 800
Der hat bestimmt auch einen Kronstift hinter mir, so wie ich den einschätze. Nö, nicht einmal. Salpeter hatte, das bräuchte ich, aber ich habe keine 20 Gold. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Gut, gut. Da. Wir haben doch neulich mit Jack gesprochen. Ganz gewusst. Und der hat was von der Schatzinsel gesagt. Das, lass uns mal abbauen. Das ist die da hinten vor uns. Ich denke, das da werden wir uns in der nächsten Folge mit befassen. Mit Varanen müsste ich eigentlich langsamer müssen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wer sagt denn sowas? Ich könnte mal gucken, ob es da hinten am Er Abend redet einfach zu viel. Noch verlorene deine Sachen gibt. Also da wo diese eine Anlegestelle ist, ihr kennt das vielleicht aus Gothic 2 noch. Da liegt ein Haufen Gerümpel rum. Und ein bisschen Gerümpel, ich meine Strandhut oder wie auch immer. Könnten wir schon gut zu Geld machen. Hier nämlich irgendwo. Da eine alte Münze, Sumpfkraut. Silberner Ring. Ich nehme mal alles mal mit. Säge, sehr schön. Die brauche ich noch. Pfeil. Trank. Schade, dass man nicht sehen kann. Ah, ein Erzbrocken. Erzbrocken sind recht selten in dieser Mod. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Na toll. Da gibt es bestimmt eine Quest dazu, an die ich mich gerade nicht erinnere. Aber der Lederbeutel. Damit dürften wir da flüssig sein, oder? Immerhin, 48 Gold, die kommen mir gerade extrem gelegen. Ist das Grog? Warum? Gut, dann haben wir ja wieder ein bisschen Kapital, oder? Stopp, Bolzen. Ich glaube zwar nicht, dass ich auf Armbrüste gehe, aber ein Bolzen dürfte ein Gold wert sein. Moment, ist da was gelegen? Ein Amulett tatsächlich, das hätte ich jetzt fast übersehen. Angucken. Schutz vor Feuer. Stärkebonus. Ja, ich lasse mir erstmal den Stärkebonus dran. Ihr habt den Wecker gehört. Ich kletter da jetzt noch raus. Und dann beende ich die Aufnahme für heute. Spruchrolle. Die will ich noch mitnehmen. Ich hoffe, das passt noch rein in die Aufnahme. Ich möchte nämlich nicht schneiden müssen. Da reißt man die Sackblasen zusammen an. Gut, dann beende ich die Aufnahme, bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis morgen.